Das Sofaloft in Hannover, ein Möbelhaus, klar. Aber es ist genauso ein Haus der Kultur und auch Kunst. Jetzt gerade fand die Vernissage Szenenbilder von Sabina Bredemeyer statt. Jahrelang hat sich die in Hannover lebende Künstlerin der Malerei und Grafik gewidmet. Sabina Bredemeyer hat sich nun eine neue Herausforderung gesetzt, die Fotografie. Die Helden der Vergangenheit und der Gegenwart sind für sie Inspiration. In Szenenbilder ist die Szene als Fragment einer Erinnerung zu verstehen. Assoziationen werden geweckt. So wird aus ganz unterschiedlichen Eindrücken eine generationsübergreifende Aussage gestaltet. Ich widme mich der digitalen Fotografie und dem Zusammenspiel aus Graffiti und Denkmälern und alten Legenden. Ich habe angefangen mit Denkmälern und bin später auch zu Filmlegenden, überhaupt Legenden aus dem Bereich Musik, Film, Theater gegangen. Das Theater in der List spielt auch eine große Rolle in den Arbeiten der Malerin. Ja, das war ganz wichtig für meine Entwicklung. Ich habe dort zum ersten Mal die Bühne erlebt, Bühnenbilder, Schauspielkunst. Und da kam dort den Gedanken, inwieweit ist Wahrheit und Dichtung auch in unserem Leben aktuell. Und dadurch konnte ich neue Bilder entwerfen. Erst durch die wandelnden Lichtverhältnisse wird den Bildern Leben eingehaucht, ähnlich einer Bühnenbeleuchtung. Dies soll die Momente unserer Lebendigkeit widerspiegeln. Dies ist auch der Grund, warum die Künstlerin ihre Bilder auf Aluplatten druckt. Erstmal reflektieren die Aluplatten. Ich kann bestimmte Farbelemente weglassen, dass Silber oder Messing durchscheint. Meistens verzichte ich auf die Farbe Weiß. Und dadurch wirken die Farben lebendiger, weil es sich den Lichtverhältnissen anpasst und reflektiert. Die Ausstellung Szenenbilder von Sabina Bredemeyer ist wie ein Tempel voller schöner Bilder. Weckt viel Interesse bei Freunden, Bekannten und Künstlern, aber auch bei den Besuchern vom Sofaloft. Also meine Eindrücke sind sehr gut. Ja, vor allen Dingen, es passt natürlich total in diesen schönen Raum. Es gefällt mir total. Man fühlt sich wohl und hat trotzdem den Abstand zu diesen künstlerischen, hochwertigen Sachen. Ich habe natürlich schon mein Lieblingsbild da vorne ausgesucht und ich finde das großartig. Ich habe nie wenig Ahnung von Collagenarbeit und deshalb wenig Ahnung. Also zum ersten Mal, dass mich das irgendwie erreicht. Ich finde das ganz toll, was sie da macht. Lokale Künstler schätzen die Arbeiten. Und zwar kenne ich Sabrina schon bestimmt jetzt 15 Jahre. Und ich kenne vor allen Dingen ihre ersten Bilder, die sie gemalt hat. Und später haben wir gemeinsam auch Fotografie gemacht. Und was besonders hübsch ist, sind auch ihre Collagen, die sie selber gemacht hat. Oder wenn sie aus Dänemark, aus ihren Urlauben, Strandgut mitgebracht hat, dann hat sie daraus zum Beispiel Lampen geformt. Und das sind die ersten Bilder oder die ersten Eindrücke, die ich von ihr als Künstlerin kenne. Dieses hier in der Form kenne ich leider noch nicht, aber ich bin total beeindruckt. Es gibt so 3-4 Bilder, die ich wirklich als Favoriten habe. Vor allem das mit Acrylglas finde ich sehr schön oder das in meinem Hintergrund. Das sind so meine Favoriten. Viele Künstlerkollegen kommen auch von außerhalb und sind sehr bewegt bei der Betrachtung der Bilder von Sabina Bredemeyer. Ja, ich habe schon in Hamburg eine Ausstellung von ihr gesehen und bin darum gerne jetzt auch mal nach Hannover gekommen, um diese große Zahl der Werke, die ich noch nicht gesehen habe, von ihr noch mal genauer zu sehen. Kunst wischt ja bekanntlich den Staub aus der Seele, so sagt ein Zitat. Da ist ein Besuch sicherlich lohnenswert. Die Ausstellung läuft noch bis zum 28. August im Sofaloft Hannover.